So, hi. Ich möchte heute meine erste chaotische Viertelstunde halten. Ist ja jetzt auch langsam mal an der Zeit, nachdem ich jetzt schon eine Weile hier bin. Und habe mir überlegt, ja, was betrifft uns dann alles so ein bisschen? Wir haben hier ein paar Physiker und auch ja, im Prinzip nur technikbegeisterte Menschen. Und dann hatte ich zum Glück so eine coole Experimentalphysik-Vorlesung und da haben wir ein bisschen darüber geredet, was eigentlich in so einem USB-Stick quantenmechanisch passiert. Und das fand ich ganz interessant, weil man die Quantenmechanik ja immer nur als sehr abstraktes, theoretisches, realitätsfernes Konstrukt vor Augen hat. Aber das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, um mal zu zeigen, dass das längst in der Technik angekommen ist. Damit hätte ich auch den ersten Punkt hier schon mal geklärt, die Motivation. Dann möchte ich euch ein bisschen was zu der Physik erklären, die dahinter steckt. Dann übergehen zur Technik, also was ist ein FGMOS? Das ist das, was im USB-Stick im Endeffekt drinsteckt und unsere Daten dann ja, mehr oder weniger in physikalischer Form speichert. Und dann erkläre ich euch so ein bisschen die beiden vorherigen Punkte kombinierend, wie oder wieso das funktioniert. Also dazu habe ich jetzt erstmal hier so eine Folie gemacht, die wahrscheinlich die unwichtigste von dem ganzen Vortrag ist. Das Potentialtopfmodell, was wir uns jetzt hier angucken. Dazu habe ich hier hingeschrieben, wie man so das Potenzial in einem Satz beschreiben würde. Aber was für uns wichtig ist, ist im Wesentlichen nur das hier. Und zwar, dass so ein Potenzial, wenn man es mit einer Ladung multipliziert, eine Energie ist. Auf gut Deutsch, wenn wir uns so ein Potenzial aufmalen, dann sagt es uns im Prinzip, welche Energie ein Teilchen haben muss, dass es sich an diesem Ort aufhalten kann. Also so ist es in unserem Beispiel jetzt hier. Ups, wenn wir jetzt zum Beispiel hier mal gucken, wir haben hier so einen Brunnen und einen Ball und dann hat der Ball dort unten eine niedrigere potenzielle Energie als der Ball dort oben und dann können wir uns das Ganze, weil wir ja Wissenschaft machen, auch in einem Diagramm aufmalen und ja, dann haben wir da so einen Potentialtopf, nur um den Begriff zu verdeutlichen. So, dann eine kleine Gegenüberstellung. Was wir aufgeben müssen, wenn wir Quantenmechanik machen, und zwar, dass wir genau sagen können, wo ein Teilchen ist und wie es sich mit der Zeit im Raum bewegt, sondern wir können nur noch sagen, wie wahrscheinlich es ist, ein Teilchen an einem gewissen Ort zu messen. Das funktioniert dann im Genauen so: Wir haben hier so eine Schrödinger-Gleichung, dort werfen wir die ganzen Sachen rein, die unser physikalisches System hergibt, das wirft uns so eine Wellenfunktion raus, die hat selbst nicht unbedingt die größte physikalische Bedeutung, was viel wichtiger ist, ist das Betragsquadrat von dieser Funktion. Das sagt uns nämlich, wie die Wahrscheinlichkeit zu einer gegebenen Zeit an einem bestimmten Ort ist, eben ein Teilchen zu messen. So. Im Wesentlichen können wir uns das auch wieder so vorstellen: Wir haben irgendwie so eine Potentiallandschaft, also so eine Wand, und haben jetzt zum Beispiel hier auf der linken Seite ein Teilchen mit der Energie E. Wir sehen, die Energie E ist kleiner als diese Wand. Also wenn wir ein klassisches Teilchen links hätten, würde es nicht nach rechts kommen können, außer wir fügen ihm Energie zu, also werfen den Ball zum Beispiel über die Wand drüber. So, in der Quantenmechanik ist es jetzt anders. Wir werfen einfach mal die linke Seite in unsere Schrödinger-Gleichung rein, bekommen hier so eine Wellenfunktion raus. Da kann sich das Teilchen aufhalten. Aber es verbietet uns ja niemand mal aufzulösen, was für eine Wellenfunktion rauskäme, wenn wir das Ganze in der Wand mal auflösen und dann sehen wir, es kommt ein exponentieller Abfall raus. Also das ist schon mal das Erste, was nicht intuitiv ist. Das heißt, der Ball kann sich auch in der Wand aufhalten. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist nicht null. Und was noch viel cooler ist, man kann das auf der anderen Seite auch lösen und sieht, unsere Schrödinger-Gleichung hat auch eine Lösung auf der anderen Seite. Das bedeutet, selbst wenn ein Teilchen eigentlich gar nicht dort sein könnte, nach der klassischen Vorstellung, kann es sein, dass man es plötzlich dort misst. Also es taucht dort plötzlich auf. Man sagt, es hat die Barriere durchtunnelt. Und das ist eben der Tunneleffekt. Der wird später noch eine wichtige Rolle spielen. So, jetzt gehe ich über zur Technik. Wir haben hier so einen USB-Stick. Wenn man den aufschraubt, sieht man, da ist so ein schwarzer Kasten drin. Und in diesem schwarzen Kasten sind irgendwie unsere Daten. Und zwar auf so einem FGMOS-Transistor. FGMOS steht für Floating Gate Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Field Effect Transistor, weil wir uns einen Feldeffekt zunutze machen.
Und der Rest beschreibt im Prinzip nur, wie das Ding aufgebaut ist. Wir sehen hier oben in so einer Oxidschicht, also in so eine Isolatorschicht eingehüllt, ist so ein leitendes Stück, naja, Metall oder Halbleiter. Und dann haben wir unten einen Halbleiter und oben wieder Metall. Und jetzt erkläre ich euch, wie das funktioniert. Und zwar können wir das Ganze so aufmalen, wenn wir die X-Achse so hinlegen, dass der Channel sozusagen bei 0 ist und unser sogenanntes Control Gate, also dieses Metallplättchen ganz oben, hier das wäre bei dem X-Max irgendwo, nein, das Floating Gate wäre bei dem X-Max irgendwo, also hier auf der rechten Seite. Und dazwischen ist so ein Oxid und für ein Elektron, was auf dieser Seite ist, ist es ja so wie eine Wand, weil das Oxid, das leitet nicht, das heißt, das Elektron ist da unten gefangen. Und genau, jetzt können wir, wenn wir auf dem Floating Gate jetzt erstmal zum Beispiel keine Elektronen haben, dann können wir zwischen diesem Punkt hier, also zwischen Source und Drain, eine Spannung anlegen. Die Elektronen können hier rüberfließen und alles ist gut. Was wir jetzt möchten, ist, dass wir auf diesem Floating Gate, auf diesem Teil hier tatsächlich Elektronen haben. Weil dann, wenn das so ist, dann können wir, fließt kein Strom mehr, denn ein Elektron, was hier entlang möchte, wird von den Elektronen hier rauf abgestoßen und verfehlt diesen Drain. Also es verschwindet einfach im Channel irgendwo und kommt nie zur anderen Seite. Der Stromkreis ist offen und wir wissen, dass da was drauf ist. Also im Prinzip sagt uns, Elektron auf dem Floating Gate heißt sowas wie eine 0. Und wenn keins drauf ist, ist es eine 1. So, aber jetzt haben wir ja diese Oxidschicht. Das heißt, wie bekommen wir da denn jetzt unsere Elektronen drauf? Weil das ist ja nicht Leiter. Und da können wir uns eben wieder genau dieses Potentialtopfmodell angucken und mal unsere Schrödinger-Gleichung drauf anwenden. Auf der linken Seite haben wir wieder so eine Welle. In der Mitte haben wir so einen Abfall und im Wesentlichen ist die Wahrscheinlichkeit rechts fast null. Also die Nullachse ist hier bei der Energie eingezeichnet. Das heißt, es ist, wie wir es klassisch erwarten würden, da kommt erstmal nicht wirklich was rüber. Also, wie schreiben wir jetzt da drauf? Und zwar gehen wir dann hin und legen eine Spannung zwischen Channel und Control Gate, also zwischen Channel und diesem Metallstück hier oben. Da unten fließen ja die Elektronen durch, das heißt, da unten ist wieder die Seite. Und hier oben ist dann unser Floating Gate. Und so ein Potential, was wir dann da anlegen, also eine Spannung, die wir da anlegen, sieht im Prinzip in dem Modell so aus, als würden wir da gerade einmal so schräg durchschneiden. Das bedeutet jetzt aber auch, dass unsere Potentialbarriere hier an dieser Stelle ein bisschen dünner ist als vorher. Also lösen wir wieder unsere Schrödinger-Gleichung und sehen, ups, ja, jetzt kommt schon ein bisschen mehr raus. Also, ups, E-Mail, ah. Sorry. Wo waren wir? Wir waren hier. So, genau. Also können wir so schon mal ein paar Elektronen da auf das Floating Gate bringen. Aber es reicht uns nicht. Wir wollen, dass wir auch wirklich sicher da jetzt was drauf schreiben. Das bedeutet, wir legen noch eine zusätzliche Spannung an. Also wir haben hier zwischen Source und Drain nochmal. Das heißt, die Elektronen werden tatsächlich sehr schnell beschleunigt. Und in unserem Potentialtopfmodell sieht es so aus, wie wir werfen den Ball hoch. Also wir geben noch ein bisschen mehr Energie dazu. Das heißt, die Strecke, die durchtunnelt werden muss im Potentialmodell, ist noch kleiner und es kommt noch mehr auf der anderen Seite raus. Genau. Im Wesentlichen bedeutet das, dass wir jetzt ziemlich sicher Elektronen auf unser Floating Gate bekommen. Und wenn wir dann jetzt die Spannung wieder überall abschalten, sind die darauf ja wieder gefangen, weil da drum eine Oxidschicht ist, durch das die nicht durchfließen können. Wenn wir dann, wie gesagt, hier zwischen Source und Drain einen Lesestrom anlegen, dann ist der Stromkreis offen, weil die Elektronen hier abgelenkt werden und wir haben es erreicht, dass wir eine 1 oder eine 0, je nachdem, wie man es interpretiert, geschrieben haben. Das Löschen sieht dann genau andersrum aus. Da legt man dann hier zwischen wieder eine Spannung an, da können sie gerade wieder zurücktunneln. Ja. Im Wesentlichen war das auch schon alles. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein bisschen zu kurz war oder nicht, aber besser zu kurz als zu lang, das hatten wir auch schon oft. Genau, und das war eigentlich alles. Gibt es dazu irgendwelche Fragen? Oder war es jetzt zu schnell? Ja? Wird damit umgegangen, dass das nur sehr wahrscheinlich jetzt passiert ist?
Wird das in Zweifel, wird das, also macht der Controller nach jedem Schreibvorgang einen Lesevorgang und wiederholt ihn in Zweifel? Wie der Controller darauf das abprüft, weiß ich nicht genau, aber ich gehe davon aus. Also ich gehe schon davon aus, dass das da nach jedem Schreibvorgang mal geprüft werden muss, aber darüber habe ich mich nicht informiert. Ja? Ja? Ich habe verstanden, dass da Tunneleffekte ausgenutzt werden, aber genau welcher Zustand sich ändert, um permanent eine 1 oder 0 zu speichern, habe ich nicht verstanden. Also es ändert sich kein Zustand, sondern was wir haben ist im Prinzip, wenn wir hier unser FG-MOS haben, Elektronen drauf, also ein Elektronenüberschuss hier drauf oder eben keinen Elektronenüberschuss drauf. Und dadurch, dass wir dann eine Spannung anlegen und eben die Elektronen da drauf tunneln lassen können, dann sammelt sich dort eben ein Elektronenüberschuss. Und dann bedeutet das, dass wir im Prinzip auf diesem Transistor was gespeichert haben. Aber warum ist das jetzt keine Zustandsänderung? Also es ist eine Zustandsänderung des Gesamtsystems in dem Sinne, dass man da oben ja jetzt einen Elektronenüberschuss hat, das heißt, also es ist kein quantenmechanischer Zustandsänderung in dem Sinne. Also es ist, ich weiß nicht, schwer zu beschreiben, es sind halt Elektronen drauf, wo vorher keine waren. Das ist das, was sich geändert hat. Also ein Elektronenüberschuss auf der Stelle, wo vorher keine war. Ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet, aber. Ja, jetzt verstehe ich nur nicht, warum das keine Zustandsänderung ist, aber egal. Ja, es kommt darauf an, was man als Zustand sieht. Natürlich muss ich einen Zustand ändern, damit der weggespeichert werden kann. Genau. Aber es ist nicht das, was man mit dem Wort Zustand in der Quantenmechanik. Ja, genau. Genau. Deswegen die Verwirrung auch von meiner Seite her jetzt. Das heißt aber auch, dass mit dem Elektronenüberschuss, da sind ordentlich viele Elektronen. Genau, ja. Was übrigens interessant ist, das ist jetzt hier so schön schematisch aufgemalt, aber das ist ja wirklich eine Technologie, die nur wenige Nanometer groß ist. Also das bedeutet, wenn wir da so ein menschliches Haar nebendran stellen, dann könnten wir irgendwie 2.000 bis 3.000 von diesen Dingern nebendran auf die Breite bringen. Also es sind schon sehr, sehr klein. Deswegen braucht man da auch nicht so große Spannungen, um da wirklich ordentlich Elektronen rüber tunneln zu lassen. Wie sieht sich den Kram nochmal aus? Non-destruktiv, denn ich will ja irgendwie nicht, dass beim Auslesen meine Elektronen abgezogen werden. Ja, aber dafür ist ja die Oxidschicht da, die verhindert, dass die Elektronen irgendwie abfließen. Also die Elektronen selbst sind darauf erstmal gefangen. Aber wenn ich jetzt lesen möchte, lege ich zwischen Source und Drain eine Spannung an und entweder sie fließen von Source nach Drain, hier gerade rüber, dann weiß ich, dass keine Elektronen hier drauf sind. Weil wenn Elektronen hier drauf sind, dann stoßen die Leitungselektronen hier ab und die verfehlen den Drain und landen einfach unten im Channel irgendwo drin. Ja. Sonst noch irgendwelche Fragen? Gut. Dann wäre es das gewesen. Okay.